Grüß Gott und willkommen hier in Schulz zu unserem Sommerfest. Es ist uns eine Ehre, zu unserem Sommerfest auch ein paar Ehrengäste begrüßen zu dürfen, aber ein herzliches Grüß Gott und willkommen Herrn Pfarrer Alois Hofer. Geschätzte Damen und Herren, ich will heute nicht viel erzählen und reden, warum es das, was weitergeht, aber ein paar Kleinigkeiten hat es gegeben in den letzten paar Wochen. Ihr wisst, wir haben ein bisschen Hochwasser gehabt und zur Statistik möchte ich nur sagen, wir haben von 24.06. bis 4.07. in dem Bordag 222 Einsätze gehabt. Und das ist gewaltig für unseren Abschnitt. In diesem Sinne möchte ich als Abschnittsfeuerwehrkommandant mich bei den Kameraden recht herzlich bedanken. Aber auch bei euch, bei der Zivilbevölkerung, die was uns unterstützt haben und auch Verständnis gehabt haben, dass unsere Leute fort haben müssen. Mittlerweile eingetroffen auch, begrüße ihn recht herzlich, unseren Herrn geschätzten Herrn Bürgermeister Jörg Gettler. Wir haben auch ein paar Kameraden, die was eine Auszeichnung kriegen für ihre Verdienste. Erkennung ihrer besonderen Verdienste auf den Gebieten des Feuerwehrwesens wird Ihnen aufgrund des Beschlusses des Landesverleihungsausschusses das Verdienstzeichen dritte Stufe verliehen. An Herrn Oberlöschmeister reicht Günther F.F. Gogic. Die Steiermärkische Landesregierung hat beschlossen, für die Verdienste um das Feuerwehrwesen die Medaille für 40-jährige verdienstvolle Tätigkeiten auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens zu verleihen. An Herrn Brandinspektor Franz Wagner, Feuerwehr St. Margareten und Herrn Hauptfeuermann Valentin Kurmer, Feuerwehr Sulz. Die Regierung hat beschlossen, für die Verdienste und das Feuerwehrwesen die Medaille für 60-jährige verdienstvolle Tätigkeiten auf den Gebieten des Feuerwehr- und Rettungswesens zu verleihen. An Herrn Ehrenlöschmeister Siegfried Kapfer, Feuerwehrhofstetten.
Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen auch von meiner Seite. Und ich freue mich, dass so viele gekommen sind, um heute gemeinsam mit der Feuerwehr Sulz zu feiern. Wer arbeitet, der soll auch feiern. Und gerade die Feuerwehren waren es, die in den letzten Wochen gearbeitet haben, nicht nur gearbeitet haben, ich möchte sagen, beinahe Unmenschliches geleistet haben. Sie alle kennen ja die Situation in unserer Gemeinde. Es ist 4 Wochen her, dass diese massiven Niederschläge begonnen haben und unsere Gemeinde auch massiv betroffen haben. Und es waren die Feuerwehren, die rund um die Uhr tagelang im Einsatz waren, um zu helfen und um größeren Schaden noch zu verhindern.